So, willkommen zur neuen Folge Cyberpunk. Ich werde es in der Zeit, wo wir das Ganze jetzt gleich machen, mal eben erst in Ruhe essen, weil ich jetzt gerade von der Arbeit komme. Und zwischendurch werde ich eventuell dann doch das eine oder andere kommentieren. Deswegen viel Spaß mit der Folge. Hey Zuckerschnute. Wie wär's mit deinem heißen BD? Was habt ihr so? Was haben wir nicht? Traumfrauen und Männer. Synaptische A-Klasse. Hier gibt's keine ausgeleierten Virtu-Porno-Boy-Toys oder Gummipuppen. Unser Zeug ist Kunst. Das packt dein Herz und bläst dir die Sinne aus den Poren. Die reinste virtuelle Ekstase. Deshalb kommen die Leute her. Klingt ziemlich überzeugend. Das ist kein Werbespruch, sondern eine Warnung. Unsere Sachen sind maßgeschneidert. Nicht für Otto-Normalsynapsen. Denkst du, das verkraftest du? Maßgeschneidert? Verdammt, das klingt gut. Ich bin dabei. Mhm. Ein paar Sachen noch vorab. Unerlaubtes Aufnehmen ist streng verboten. Keine Drogen, kein Grapschen. Gefällt dir jemand, fass ihn nicht an. Wähle im Katalog, bestelle einen BD und verzieh dich in die Kabine. Sehe ich so grün aus, als würde ich nichts wissen? Mhm. Dann geh rein. Viel Spaß, Input. Willkommen im Lizzies. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Hängt alles davon ab, worauf du stehst? Vielleicht verrätst du es mir. Ein Drink. Hey! Willst du was trinken? Nur so aus Neugier. Heißt die Besitzerin Lizzie? Schon lange nicht mehr. Nein. Ist keine angenehme Geschichte. Jetzt bin ich noch neugieriger. Die echte Lizzie hatte hier früher mal ein Striplokal. Lizzie's Bar. Mädels gut bezahlt, versichert, hatten sogar Personenschutz. Alles in allem ein guter Laden. Ah, Geschichten über die guten alten Zeiten und ihr unausweichliches Ende. Nichts passt besser zum Alkohol. Ein guter Drink lässt die Geschichten besser flutschen. Also, was ging schief? Tiger Claws haben Lizzie abgeknallt. Tiger hat eins von Lizzies Mädchen schlimm zugerichtet. Lizzie hat ihm die Eier weggeschossen. Am nächsten Tag kam dann die Gang. Das war's für Liz. Aber am Ende haben die Tigers den Mox doch die Bar überlassen, oder? Sozusagen. Die Mox mussten einem Deal zustimmen. Aber sie haben einen kühlen Kopf bewahrt und sich organisiert. Susie Q hat jetzt das Sagen, aber das Schild bleibt als Andenken. Und das Geschäft läuft immer noch. Ich suche Evelyn Parker. Ist sie gerade da? Wer fragt? Ich bin V. Bin hier mit ihr verabredet. Ist mir ein Vergnügen, V. Ich bin Matteo. Aha, ist ja schön. Und Evelyn? Der Club ist groß. Du wirst schon selbst nach ihr suchen müssen. Ist schon gut, Matteo. Ich hab ihn erwartet. Evelyn Parker. Ich wusste gleich, als du reingekommen bist, dass du es bist. Nichts geht über Sanson. Aber woher weißt du das? Ich kenne gern die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Vielleicht habe ich aber auch nur gut geraten. Warum treffen wir uns hier? Gibt's da einen speziellen Grund? Das scheint mir irgendwie nicht deine Art von Laden zu sein. Das nehme ich mal als Kompliment. Komm mit. Ich weiß, wo wir reden können und uns keiner belauscht. Wir sind in der Lounge, Matteo. Wenn jemand fragt, wir sind nicht da. Also, was kann ein geiles Stück wie ich für einen scharfen Kerl wie dich tun? Ringelpiez mit anfassen oder was weiß ich? Was?
Bex hat viel über dich geredet. Du seist professionell, effektiv und vertrauenswürdig. Ich hoffe, er hat nicht zu viel versprochen. Dir ist scheißegal, was Dex denkt. Das wissen wir beide. Du kannst kein Kompliment vertragen, was? Doch, Schmeicheleien sind nur unter deiner Würde, oder nicht? Vielleicht ist Dex unter deiner Würde. Kennt ihr zwei euch schon lange? Schreibst du Dex Biografie? Tut mir leid, aber ich weiß kaum etwas. Mit anderen Worten, ihr kennt euch kaum. Und doch hat er dich angeheuert. Interessant. Scheiße. Ruf Dex halt an, wenn du kalte Füße kriegst. Ich warte. Er würde mir nicht sagen, dass ich nicht schon weiß. Oder dass ich überhaupt hören will. In dieser Hinsicht ist nur eines schlimmer als Fixer. Gebrauchtwagenverkäufer. Ich verlasse mich auf mein Bauchgefühl. Warum kommen wir nicht endlich zur Sache? Was hast du für mich? Dein Ziel. Ich nehme an, du kennst es? Relic. Ein Sichere-Deine-Seele-Schmuckstück. Richtig gute Tech. Wir haben es mit Arasaka zu tun. Das macht die Sache scheißgefährlich. Mhm. Arasaka hat Milliarden in Persönlichkeitstransfer-Tech gesteckt. Aber ich will bloß die Daten auf diesem Chip. Er liegt gesichert im Konpeki Plaza, dem Hotel. Warst du da schon mal? Schicke Konzernhotels? Nein, nicht meine Preisklasse. Das Dekor ist umwerfend. Wirst du gleich selbst sehen. Also, wo genau finden wir diesen Chip? In einer Suite im obersten Stock. Dort wohnt Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? Er ist in der Stadt? Liest du denn gar nicht? Die Medien haben sich darauf gestürzt, als Yori nach Night City kam. Es war in allen Schlagzeilen. Jedenfalls ist er der Erbe des Arasaka-Imperiums. Saburo Arasakas einziger überlebender Sohn. Und jetzt will Arasaka Junior in Night City die Macht an sich reißen, oder wie? Nur eine Handvoll Leute in Night City kennen Arasakas wahre Absichten. Und du gehörst dazu? Wir haben es also nicht auf den Konzern abgesehen, sondern auf Yorinobu Arasaka selbst. Bitte. Yorinobu ist eine Puppe. Hat seine Karten vor Jahren verspielt, als er Papi nicht gehorchte. Saburo hat Yori seit Jahren bei den Eiern und wartet nur darauf zuzudrücken, wenn er herausfindet, dass sein Sohn Scheiße baut. Einer wie Yorinobu hat auch eine ganze Armee im Rücken. Das Hotel ist wahrscheinlich eine Festung. Yorinobu hat überhaupt keine Mietmuskeln, keine Wachen. Hat sie vor langer Zeit entlassen. Warum denn? Du weißt doch sicher, was man über Arasakas Infos sagt. Niese in Night City und in Tokio fällt eine Kirschblüte vom Baum. Yorinobu war überzeugt davon, dass die Leibwachen seinem Vater direkt Bericht erstatten. Hör mal, wenn du jetzt noch Asse im Ärmel hast, solltest du sie langsam ziehen. Bekomm jetzt nicht gleich einen Ständer, mein Lieber, aber... Yorinobu hat sich den Chip aus Arasakas Labor geklaut, weil er einen Deal mit Netwatch hat. Die wollen ihm das Ding abkaufen. Hast du mein Ass gefunden oder muss ich deine Nase reinhalten? Moment. Netwatch ist doch neutral, dachte ich. Netwatch ist für die Sicherheit aller Konzerne zuständig und kassiert dafür Millionen. Aber heutzutage dankt es dir niemand, wenn du ein Heiliger bist. Wer bei diesem Spiel gewinnen will, muss alles einsetzen. Und was hat Yorinobu von der ganzen Sache? Unwichtig. Konzentrier dich auf den Biochip. Was könnten ihm die Wächter und Beschützer des Cyberspace bieten? Infos über seine Feinde? Das muss dich nicht kümmern. Du sorgst dafür, dass die Übergabe nie über die Bühne geht und ich den Chip kriege. Gut, also keine Arasaka-Sicherheit auf dem Chip. Weil Yorinobu ihn geklaut hat. Und wo versteckt er ihn? Wahrscheinlich in einem Spezialbehälter, der eine organische Neuralumgebung imitiert. Von außen wird es wie ein ganz gewöhnlicher Koffer aussehen. Und der Koffer ist wo? Das wirst du bald selbst sehen.
Natürlich erst, wenn du mit deiner Arasaka-Fragerunde durch bist. Noch eine Sache. Was sind das für Daten auf dem Chip? Für dich irrelevant. Wir sprechen hier von Daten, die Yoronobu von Arasaka geklaut hat und obendrein an Netwatch verschabeln will. Klingt mir ziemlich relevant. Hör zu, V. Überlass mir den Relic. Und konzentrier du dich lieber auf deine Belohnung. Zieh den Job durch und ich sorge für ein gut gefüttertes Bankkonto. Was weißt du sonst noch über Yorinobu? Eigentlich ziemlich viel. Hat in Tokio Finanzwesen und Biotechnologie studiert. Sicher nicht seine Entscheidung. Saburo hat ihn bearbeitet, damit er sein Nachfolger wird. Aber dann hat Yorinobu sich davon gemacht und alle Verbindungen zum Konzern abgebrochen. Letztendlich kam das schwarze Schaf wieder nach Hause, aber ein bitterer Beigeschmack bleibt. Doch das ist nur eine Seite von ihm. Die andere ist ein intelligenter Mann, der immer wusste, was er wollte. Und der seine eigenen Pläne für Arasaka hat. Vielleicht ist er auch einfach ein machtgeiles Konzernarschloch. Hast du je darüber nachgedacht, wie sich ein Leben als Königskind anfühlt? Du hast alles und bist trotzdem ein Niemand. Ein Nichts. Zumindest solange du noch in Saburo Arasakas Schatten stehst. Das kann ich nachvollziehen. Das ist eine Verletzlichkeit, die ich nur zu gut verstehe. Und die du volle Kanne ausnutzen willst. Okay, und was jetzt? Jetzt kommt das Beste. Folge mir. Hab was für euch. Sollte beim Planen helfen. Braindance vom Konpeki Plaza. Was soll ich mit einem Braindance? Ich brauch Fakten, kein Fick. Denkst du wirklich, BDs sind nur dafür gut, sich auf virtuelle Titten einen runterzuholen? Nein. Sie können wirklich sehr nützlich sein. Um Details zu analysieren, die nicht mal verchromte Wahrnehmung schnallt. Das ist genau das, was du brauchst. Was ist auf dem Band? Yorinobu Suite. Und zwar von innen. Den Relic musst du selbst finden. Ich hoffe, ich habe dafür genug Details aufgenommen. Moment. Hast du das etwa aufgezeichnet? Mhm. BD-Rack-Implantat. Was dagegen? Das soll also Yorinobus Haus auf dem Band sein. Das heißt, du warst drin. Kennt ihr euch? Wie sonst bin ich an all die Infos gekommen. Ich kenne ihn, ehrlich gesagt, sogar gut. Wir haben einen Deal. Rein geschäftlich. Gut für uns beide, denke ich. Dann zeig mal diesen Braindance. Judy wird uns helfen. Auch eine Mox. Wir kennen uns schon ewig. Wie? Das ist wichtig. Judy war immer an meiner Seite. Hat immer geholfen. Ich vertraue ihr. Aber sie ist eine Mox und kein neues Mitglied deiner Crew. Vergiss das nicht. Also, sei ein braver Junge. Benimm dich. Und halt deine Zunge im Zaum. Entspann dich. Glaub's oder nicht, ich kann durchaus taktvoll sein. Hey, da bist du ja. Das ist V. Er ist für den BD hier. Wie? Das ist Judy, die beste Braindance-Editorin, die ich kenne. Ja, ja, jetzt ist gut. Ich kotz gleich. Beeindruckend, das Zeug. Und all das nur für einen Braindance? Mhm. Analysatoren, Wahrnehmungssignaturverstärker, akustische und emotionale Wellenmonitore, Mimikübersetzer. Judy. Schon gut, schon gut. Hab dein BD kompiliert, F. Was meinst du? Zu gebrauchen? Ziemlich ungefiltert. Aber sollte gehen. Wie muss tief rein? Das ist die Hauptsache. Na dann, passen wir ihn auf ihn an. Hab schon mit schlimmerem Scheiß zu tun gehabt. Solltest mal die Jig-Jig-Street-Pornos sehen, die wir manchmal kriegen. Wir lassen wir also rein, damit er sich dort gründlich umsehen kann. Richtig? Na, wie?
Wie steht's mit einem ungefilterten Braindance? Schon mal versucht? Ganz ehrlich, ich bin keine BD-Jungfrau, aber dieser ungefilterte Kram, das ist Neuland für mich. Keine Sorge. Ich erkläre dir alles. Ist leichter, als es klingt. Gut, setz dich, mach's dir bequem und wir bringen dich zum Laufen. Zuerst muss ich dein Wahrnehmungsprofil erstellen. Was für ein Profil, bitte? Ein Modell deiner emotionalen Reaktionen und Wahrnehmungen. Muss ich anpassen, damit dich der BD nicht überwältigt. Sonst wird dir im besten Fall schlecht, sobald du online bist. Würdest dir vermutlich die Eingeweide auskotzen. Und im schlimmsten Fall? Brutzeln deine Synapsen ab wie eine Kakerlake in der Fritteuse. Aber keine Sorge, dazu lassen wir es nicht kommen. Okay, leg los. Aber sag mir, dass es nicht wehtut. Wird's nicht. Diesmal nicht. Okay, sitz still. Sieh mich an. Ich lass die Analyse laufen. Sollte leicht prickeln. Mhm. Okay, jetzt stellen wir die Optik und andere Wahrnehmungssignaturen ein. Guck geradeaus auf diese beiden Schirme, wie bei einer Augenuntersuchung. Machst du viele solcher Jobs? Andauernd. Aber normalerweise ist es Zeug für die Mädchen im Club. Routine Porno-Tuning und so Kram. Orgasmen stärker machen? Eher alles andere rausschneiden. Ficken ist Alltag für die Mädchen. Da wandern die Gedanken leicht zu Einkäufen, Geburtstagen, Rechnungen und so. Aber selbst dann kann man Emotionen zu etwas Einzigartigem, Unvergesslichem umformen. Kann mich nicht beschweren. Noch eine Sekunde, muss die Schmerzrezeptoren blockieren. Okay, fertig. Ich teste erstmal dein Profil, werfe ein Sample-BD ein. Benutze es, um dich mit allem vertraut zu machen. Okay, mal sehen. Wo könnten wir... Kann er nicht meine Aufzeichnung benutzen? Was soll die Zeitverschwendung? Weil es sonst zu gefährlich ist. Dauert nicht lang. Ich habe hier was, das perfekt sein sollte. Was hast du ausgesucht? Raubüberfall auf einen Laden in Haywood. Echte Amateure. Scheiße, weiß nicht mal, wo ich das her habe. Aber ist perfekt für uns. Wollen wir? Wir werden das Ganze überspringen, denn es ist quasi ein Tutorial, wie man das Ganze machen soll. So Braindance-Dinger werden wir es öfteren haben jetzt im Spiel. Und für Leute, die das jetzt das erste Mal spielen, wäre dieses Tutorial dann relativ gut, sich das Ganze einmal anzuschauen. Wir überspringen das Ganze und machen dann etwas schneller weiter mit der Hauptmission. Wird nicht lange dauern. Absprung. 3, 2, 1. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Und denk dran, sorg für Action. Die geben uns mehr für einen Adrenalinkick. Okay, jetzt ab mit dir. Los, runter! Auf den Boden! Hübsch den Boden für mich küssen! Geld her! Los! Sonst mache ich dich fertig! Ich schwör's! Wow! Ja, du! Ich! Jetzt! Ehe ich dir deine Scheißbirne wegpuste! Beeindruckend, oder? Ein Jammer, dass die meisten BDs, die wir hier bearbeiten, nur zum Palmewedeln was taugen. Okay, bist du soweit? Für die Aufnahme? Weiß nicht. Machen wir Pause. Ich fühle mich immer noch wie der Typ als... Nee, das war's für mich. Wie? Dafür haben wir keine Zeit. Reiß dich zusammen. Okay, okay. Dann mach mal. Muss nur T-Bug dazu schalten. Halt, halt, halt. Wen? Ein Runner aus meiner Crew. Spezialistin für Sicherheitssysteme.
wird mir sagen, worauf ich achten muss. Ist das ein Problem? Damit habe ich sehr wohl ein Problem. Das war so nicht abgesprochen, Evelyn. Entspann dich, Judy. Alles wird gut gehen. Du hast keine Ahnung, welches Risiko ich eingehe, dich hier reinzulassen und das Zeug anzufassen. Wir alle gehen Risiken ein. Das gehört zum Job. Entweder T-Buck ist drin oder ich bin raus. Judy, bitte. Schon gut. Ruf sie an. Bringen wir es hinter uns. Hey, wie? Was gibt's? Buck, hör zu. Ich hab was Nützliches aus dem Konpeki Plaza. Einen Braindance. Konpeki? Oh, hätte ich mir ja denken können. Ist da jemand bei dir? Unwichtig, T-Buck. Konzentrier dich. Ich brauche dich. Hab keinen Schimmer, worauf ich drinnen achten muss. Ich sehe mal, ob ich dich führen kann. Verbinde mich mit deiner Tech. Mhm. Jetzt gib mir Zugriff. Öffne Port 1779. Der ist sicher. Gut, ich gehe rein. Meine Anfrage sollte bei dir sein, genau jetzt. Hab sie. Bist du soweit? Sekunde. Okay, Verbindung bestätigt. Jetzt nur noch ein temporäres Eis und das war's. Bereit für den Ball. Gib Saft, Jody. Okay, wie? Augen auf. Wir müssen rausfinden, wo Yorinobu den Relic versteckt. Dich kann man bestimmt gut ficken, oder? Evelyn, ich habe ihre Angst gespürt. Sie hat sich aber schnell zusammengerissen. Ich sagte, nein! Dafür wird mein Kopf rollen. Dann stirbst du für einen guten Zweck. Aber ich... Mach es dir bequem. Ich brauche nur noch einen... Hör bei dem Gespräch zu, Vi. Das könnte wichtig sein. Minute. Das werden wir schon sehen. Mein Vater ist ein müder, alter Greis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Du wirst mir zuhören. Sablon ist wow, ist der Champagner gut. Ist der Geschmack geboostet? Nee, nur der Preis. Gefangen in der uralten Vision einer Welt, die es nicht mehr gibt, die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das heute ändern wird. Verstanden, das... hat aufgelegt. Zurück zum Anfang des Gesprächs. Wir müssen es komplett hören. Ich habe das jetzt extra einmal durchlaufen lassen, denn wir müssen nicht nur das Gespräch hören, sondern auch ein paar andere Sachen. Man kann nämlich nachher mit der, also ich könnte auch noch das Sicherheitspersonal scannen, mit der Tab-Taste, da kann ich hier quasi einmal zurückscrollen und da müsste ich einen Punkt erwischen, wo das nämlich einmal aufleuchtet. Damit ich das Ganze verfolgen kann. Man kann übrigens auch oben die Sachen scannen gleich, aber das machen wir gleich nach dem Gespräch. Das werden wir schon sehen. Ich krieg diesen Scanpunkt noch nicht rein. Richtige Leiste? Warte mal. Normalerweise. Ah, jetzt habe ich die richtige. Shift war das nämlich mit der Ebene wechseln, genau. Ich weiß nämlich auch einmal scannen. Ich höre was summen. Belüftung und Kühlung müssen Server sein. Für die Steuerung all der schicken Spielereien hier drin. Für einen guten Zweck. Aber ich will nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Bitte, reden Sie mit Ihrem Vater.
Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erörtern, mein die mit... Mein Vater ist ein müder, alter Kreis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Diese Dinge sollte ich nun wirklich nicht hören. Du wirst mir zuhören. Savlon ist ein verwirrter Despot, der jeden Sinn für Realität verloren hat. Gefangen ist in der uralten Vision einer Welt, die es nicht mehr gibt, die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das heute ändern wird. Lesen Sie die Berichte. Für den Relic gibt es spezifische Lagerungsvorschriften. Die müssen eingehalten werden. Hast du das gehört? Die Relic-Docs müssen hier irgendwo sein. Sieh dich um. Wollen wir mal einmal ein bisschen zurück, damit wir auch einmal die Sicherheitssachen scannen können. Es ist optional, aber wir nehmen es jetzt einfach mal mit. Der jetzt irgendwie noch nicht als, also ich muss nochmal die Shift-Taste wechseln. Äußerste Vorsicht empfohlen, ja. Scheiße, die Kameras sind neueste Tech. Bewegungs- und Wärmesensoren, FFE. Aber für dich kein Problem, oder? Natürlich nicht. Ich brauche nur Zugang zu ihrem Subnet. Die Sicherheitsfirmware ist gut, aber... ein paar aufgeregte Vögelchen haben in dem Forum gezwitschert, dass durch dieses Sieb eine Menge Körner rieseln würden. Ich generiere ein paar Schlüssel und fälsche die Signaturen. Dich kann man bestimmt gut finden. Hast du irgendwas hier vergessen? Automatische Geschütze, neuestes Scannermodell. Alle Systeme mit dem Server verbunden. Kannst du sie abschalten? Extern? Nein. Ich muss erst reinkommen und die Links zum System überprüfen. Mhm. Sieht aus, als wären alle Sicherheitssysteme mit dem Hotel-Subnet verbunden. Wir brauchen den Flathead, um diese Systeme auszuschalten. Wir können sie nicht ohne ihn umgehen? Nein. Jedenfalls wüsste ich nicht wie. Da, die Waffe. Die müssen wir auf jeden Fall scannen. Die werden wir auch mitnehmen, wenn ich es nicht vergesse. Und gesichert. Gut zu wissen. Vergiss das Teil nicht, wenn du da reingehst. Er ist in einem speziellen Container mit Temperaturregelung. Der Relic muss gekühlt werden. Also muss der Chip im Froster bleiben. Ja, sonst könnte er beschädigt werden. Okay, aktiviere die Thermalerkennung im Editor. So finden wir eher heraus, wo Yorinobu den Chip aufbewahrt. Klimaanlage, Standardmodell für Hotels diesen Kalibers. Temperatur stimmt mit der in den Dokumenten überein. Aber hier wird er nicht sein. Temperaturschwankungen wären zu riskant. Donahue. Scheint, als hätte Mr. Arasaka einen Anlass zum Feiern gehabt. Du meinst doch nicht echt, der ist da, oder? Die Temperatur ist zu niedrig und könnte schwanken. Netter Versuch. Ich glaube, man musste erstmal alle Sachen abgesucht haben und dann konnte man den erst finden. Da komme ich schon da hinten rüber. Nee, komme ich. Nein.
ein Edelkühlschrank. Temperatur stimmt nicht mit den Vorgaben überein. Hier findest du nichts. Okay, habt ihr Wärmesignatur. Stimmt mit den Daten in den Unterlagen überein. Yorinobu hat den Koffer hier. Garantiert. Mhm, wir haben ihn. Gute Arbeit. Wir haben alles, was wir brauchen. Verlass den Editor. Hast du alles? Hab genug, ja. Danke, Judy. Wir haben alles. Bis dann, T-Bug. Gute Arbeit heute. Wir hören uns bald. Ich werde den Cache und deine Daten löschen. Als wärst du nie hier gewesen. Behalt ihn. Ich schreib ihn bei F an. Ein tragbares Gerät, um BDs zu bearbeiten. Deine Kalibrierungseinstellungen sind hochgeladen. Nicht so ausgereift wie das, was wir hier haben, aber es sollte reichen. Und du setzt dich keinem Risiko mehr aus. Gut nachgedacht. Apropos Risiko. Wisst ihr, was ich sehe, wenn ich euch angucke? Redende, wandelnde Leichen. Die Aufnahme war wichtig, Judy. Der BD erledigt praktisch den Job für uns. Der BD wird unser Tod sein. Verlass dich drauf. Wenn Arasaka rausfindet, dass ihr ihn habt, seid ihr tot. Und ich auch. Judy, beruhige dich. Das wird niemand erfahren. Evelyn, bitte. Keine Abkürzungen. Bei diesem Spiel gewinnt Night City immer. Sei vorsichtig. Sicher doch. Denk dran, wir sprechen uns bald. Eine Sekunde. Danke, Judy. Ehrlich. Und keine Sorge. Ich weiß, was ich tue. Ist ihr anscheinend vollkommen egal. Wir müssen los. Und? Was denkst du? Infos über Yorinobu, der Chip, der BD aus dem Compacky. Der Wind steht günstig, der Plan ist wasserdicht. So ein Job ist eine einmalige Gelegenheit. Danke. Und jetzt die Pointe, bitte. Es klingt einfach zu gut, um wahr zu sein. Wo ist der Haken? Kalte Füße. Willst du jetzt etwa aussteigen? Ich will wissen, ob du echt alles unter Kontrolle hast und du mich nicht in eine Güllegrube schickst, aus der ich nicht mehr rauskomme. Wie? Ich habe keinen Grund, dich reinzulegen. Wir stecken da beide drin. Ehrlich. Ich hab das im Griff. Vertrau mir. Du machst dir keine Sorgen? Arasaka wird jeden überwachen, der Geschäfte mit Yorinobu gemacht hat. Oh, das wird eine ziemlich lange Liste. Voll mit großen Namen. Viel wichtiger, als ich es bin. Wen werden die wohl zuerst abhaken? Konzernköpfe und Gangster? Oder ein kleines Betthäschen wie mich? Ist die Frage, wo man als erstes anfängt. Glaub, ich weiß jetzt, warum du so viel über Yorinobu weißt. Ganz einfach. Männer reden gern im Bett. Zu gern. Also geht es nur um Sex? Business. Und nichts anderes. Bist du dir sicher, dass Yorinobu so einen Zug von dir nicht erwartet? Der ahnt nichts, glaub mir. Ist zu beschäftigt mit Netwatch, als dass er mir so viel Beachtung schenken könnte. Außerdem... Selbst wenn er etwas ahnt, spielt das keine Rolle. Er wird nicht rechtzeitig reagieren können. Dafür sorgst du doch, oder? Und, was jetzt? Wie? Erledige den Job für mich. Nur für mich. Kein Aufteilen des Profits mit sonst wem. Keine Mittelsmänner. Kein Dex. Du willst unseren Fixer bescheißen. Ich wusste, da stimmt was nicht. Dex ist nur ein Vermittler. Und zu diesem Zeitpunkt auch völlig nutzlos. Evelyn, Fixer hält man bei Laune. Diese Regel kennt jeder Söldner dieser Stadt. Und jeder hält sich dran.
wenn wir es richtig anstellen. Vergiss es. So ein Fehler kostet mich den Ruf. Und ohne guten Ruf bist du ein Niemand. Willst du das wirklich riskieren? Die Frage solltest du dir stellen. Willst du den Rest deines Lebens Gavs frittieren? Oder über Nacht zur Legende werden? Du hast die Wahl. Wenn ich einwillige, wird das ein Höllenritt. Ganz sicher. Ich weiß. Aber egal, wie du dich entscheidest, das bleibt zwischen uns. Ich kann dir 50% anbieten. Genug Eddies, um alles zu machen, was du willst. Das wär's für mich. Dex wird mir so ein Ding niemals verzeihen. Es gibt noch andere Fixer außer Dex in der Stadt. Ein Angebot wie meins bekommst du nur einmal. Ich denk drüber nach. Mhm. Ruf mich an, wenn du genug vom Nachdenken hast. Okay. Viel Glück. Jetzt geh. Ich muss mit. Sie bleibt einfach da stehen. Wie sieht's aus, Mr. V? Evelyns Aufnahme aus dem Compaggy war die Mühe wert. Wunderbar. Die Bug hat schon angerufen. Sie ist schon am Werk. Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay, bin gleich da. Bis dann, Mr. V. Achso. Sehr schön. Na, ich war da schon drin. Wir begeben uns jetzt direkt zum Ey, was packst du auf der Straße? Direkt zum Afterlife, beziehungsweise wir machen jetzt direkt den Kupp, weil wir alles andere schon soweit vorbereitet haben. Deswegen werden wir die Mission heute auch noch hinterherziehen. Morgen werden wir dann den, ja, das ganze spielen, was danach passiert. Sozusagen. Mal gucken, wie lange wir dafür brauchen. Ich könnte jetzt spoilern, was ich jetzt aber nicht will, weil dann wäre es ja langweilig. Die Leute, die das nicht kennen, die würden dann nicht mehr weitergucken. Aber achtet mal drauf, was die Evelyn gesagt hat. Und dann nach dem Kupp, was dann passiert. Vielleicht kommt ihr von selber drauf. Also ich habe da mehrere Spieldurchläufe gebraucht, um manche Sachen wirklich dann auch zu verstehen, weil ich da einfach nicht zugehört habe oder einfach nicht mitgedacht habe in dem Moment. Aber bestimmt kommt ihr von selber drauf, deswegen werde ich es euch nicht spawnen. So, nein, die will ich nicht. Ich wollte mir aufs Telefon. Jackie Wales. So, dann kann ich dem antworten. Der ist gerade am Telefonieren. Und er schreibt mir einfach zurück, obwohl er am Telefonieren ist. Ja. Schon ein Hammer, der Typ. So. Wir haben 2 Level-Ups. Lass mich schauen. Was machen wir? Wir könnten das auf jeden Fall mitnehmen. Dann haben wir das schon mal voll. Unter 25% ist erstmal für mich jetzt nicht interessant. Lassen sich schneller wegstecken. Machen wir mit Intelligenz. Das wollte ich ganz gerne auch mitnehmen. Mehr Schaden. Das nehmen wir auf jeden Fall her, dass wir da schon mal mehr Punkte bekommen. Jetzt müsste ich nur noch die Punkte verteilen. Ich will auf jeden Fall Coolness mitnehmen. Wegen dem Ach komm, wir machen Coolness komplett. Wir machen direkt auf 12. Endlich, Hermano. Was gibt's Neues bei Senora Welz? Ach, du weißt schon. Macht sich ständig Sorgen um mich. Sie kann nicht anders. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte. Wie die anderen Welles-Jungs. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Aber nach morgen ist das alles vorbei. Afterlife, wir kommen! Das Afterlife. Den Namen kennt man überall. Ehrlich? Nomadenclans sind hier an ein paar ihrer größten Jobs gekommen. Wundert mich nicht. Man kommt nirgendwo in Night City besser an Jobs. Bereit für dein erstes Mal? Vamos! War mal eine Leichenhalle. Kannst du das glauben? Wer hätte das gedacht?
Ja, oder? Ist aber ewig her, als die Leute noch richtig begraben wurden. Ich hole mal kurz auf Escape. Wenn ihr einen Street-Kid-Charakter spielt, wird hier etwas anderes geantwortet, weil ihr gerade gesagt hatte, eine Leichenhalle. Probiert's einfach mal selber aus. Wusste ich zum Beispiel auch nicht. Wir sind Freunde von Dexter DeShawn. Er erwartet uns. Yo, Dex. Hier sind zwei, die meinen, du willst mit ihnen reden. Ja? Okay, alles klar. Er sagt, er braucht eine Sekunde. Und durch ein paar Drinks oder so. Schon dabei, Bio. Auch kannte ich ja, ne? Der Türsteher hier. Das ist es. Vor allem, es ist das Afterlife, ne? Es ist das Beste der Besten. Und es ist, wenn man mich jetzt fragen würde, ist nicht allzu viel los. Also ich weiß nicht, wie es sonst so in Clubs ist. Ich kenne mich da halt nicht aus, aber ich finde jetzt nicht, dass das jetzt wirklich voll ist. Wo bist du denn? Willst du mal? Endlich sind wir hier. Hey, siehst du die alte Dame da? Das ist Rogue, der beste Fixer in ganz Night City. Dachte, Dex wäre der Beste. Rogue hat schon Jobs besorgt, als Dex noch in die Windeln geschissen hat. Der Laden gehört dir. Was wollt ihr trinken? Bestell du. Zwei Oldschool Tequilas mit dem Spritzer Cerveza und Chili Schote. Zwei Johnny Silverhands, komm sofort. Ganz genau, Chica. Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Meine hat wohl der Hund gefressen. Hat hier Tradition. Drinks sind nach Stammgästen benannt. Was muss ich tun, damit ein Drink nach mir benannt wird? Draufgehen. Und zwar mit einem richtigen Knall. Am besten bei einem Job. Was für eine schöne Tradition. Ich glaube, sterben ist okay, wenn man dafür in die Geschichte eingeht. Musst aber erst als Legende leben. Ne? Der Tod ist nur der ruhmreiche Abgang. Auf die Söldner Oberliga. Haha, darauf trinke ich gern. Hier sind die Gläser nicht geputzt, oder warum ist da rot? Ja, übrigens, ich bin Jackie Wells. Willst du schon mal mein Rezept aufschreiben? Klar. Ein Shot Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier, oh, und das Wichtigste, ein Schuss Liebe. Ich merk's mir. Hab gehört, ihr seid Dex' neuster Fund? Nur geschäftlich. Nichts Großes. Woher weißt du das? Das gehört zu meinem Job. Seht euch um. Was glaubt ihr, wie Söldner sich ihren Ruf verdienen? Tratschende Waschweiber. Allesamt. Ist Dex Stammkunde? Kommt er oft her? Er war eine ganze Weile weg. Hat sich hier volle zwei Jahre nicht blicken lassen. Ein Kater geht eben seinen eigenen Weg, ja? Tja, wo immer er war. Er kam ein paar Pfund leichter wieder. Vielleicht gab's dort doch keinen Pizzanotdienst. Hals und Bein, Bro. Danke. Man, Homie. Du bist riesig. Studio? Ja. Yeah. Ah, ich auch. Im Ring. Machst du auch exotischen Kram? Kempo? Ninjutsu? Yep. Meinst du, du könntest mich umhauen? Hier rein. Ist der pinche Tipo. Jackie gegen ihn? Boah, schwierig. Ich will auf Jackie tippen. Ja, genau. Excelsior. Kalte, harte Eddies, wie immer. Muss los. Na, wenn das nicht Mr. V ist. Die ganze Familie endlich vereint.
Erstes Mal im Real Space. Was ist mit dem Flathead? Sehen wir uns das gute Stück mal an. Den Anzug wollte ich jetzt noch nicht ausrüsten, aber okay. Oh, hat er jetzt das schon, glaube ich, gemacht? Alles klar. Macht's euch bequem. Danke für die Hilfe beim Scav-Job. Ein paar Wichser weniger in der Stadt. Das ist gut. Die im Rathaus sollten uns die Füße küssen. Ja, lieber nicht. Nette Kabine. Schalldicht? Jackie. Nein, Mr. Wells hat recht. Wir reden hier gleich über ziemlich heikles Zeug. Aber wenn alle einverstanden sind, fange ich mit einer Frage an Mr. V an. Evelyn Parker, wie lief es? Hätte nicht besser laufen können. Sie mochte mich so sehr, dass sie mir ein Angebot gemacht hat. Ein Angebot? Aha. Die Art, bei der man den Mittelsmann übergeht und alles 50-50 teilt. Was? Den Mittelsmann übergehen? Scheiße, ich lach mich schlapp. Kunden, die lernen nie dazu. Ich weiß zu schätzen, dass du mir das sagst, Mr. V. Denn Vertrauen ist für jede langlebige und fruchtbare Partnerschaft essentiell. Anerkennung bringt keine Eddies. Und Evelyn hat uns welche angeboten. Wie hat schon recht, Dex. Keine Sorge, Leute. Dazu kommen wir noch. Ich dachte, du wärst deswegen angepisster. Ich lebe schon zu lange in NC, um wegen jedem Amateur zu heulen, der mich verarschen will. Parker ist nicht die erste und wird nicht die letzte sein. Lass uns den Plan durchgehen. Was hast du für uns, Dex? Das hier. Gut, dann wollen wir mal. Dex und ich haben die Details schon besprochen. Die Sache wird ein Spaziergang. Okay, dann lass mal hören. Ein Delamain bringt euch zur Vordertür des Konpecki Plaza. Mit den falschen Ausweisen könnt ihr einfach reingehen. Dann durchbrecht er mit Bugs Hilfe das Hotel Subnet. Meiner und Flatheads Hilfe. Und zum Schluss schleicht ihr euch in Yorinobus Penthouse und holt den Relic. Natürlich muss das leise über die Bühne gehen. Idealerweise ohne Leichen. Am besten keine. Ihr seid die ganze Zeit mit T-Bug verbunden. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Wie kommen wir ins Penthouse? Yorinobu hat kaum Mietmuskel. Die Penthouse Security wird das Schwierigste. Wenn wir sie deaktivieren wollen, müssen wir Konpekis Dweller neutralisieren. Den Elite-Runner, der das Hotel Subnet überwacht. Der Haken ist, dass wir von draußen nicht zum Dweller durchkommen. Moment. Wir sollen in einen Raum gehen, in den nicht mal du kommst? Vertraut mir. T-Bug hat bereits alle Szenarien durchgespielt und gelöst. Hier kommt der Flathead ins Spiel. Ihr müsst ihn über den Belüftungsschacht zum Dweller lenken und ihn zu einer Pause zwingen. Der Flathead bleibt dort, verlinkt mit dem Dweller. Und in der Zwischenzeit roll ich euch den roten Teppich zum Penthouse aus. Sonst noch was? Verrat uns was zu unseren Identitäten. Wer sind wir? Hallo, Ramon Victorino. Und du bist Harry Conwell. Ramon? Was, wenn die fragen, was wir da zu suchen haben? Business. Konzernwaffendeal. Falls jemand fragt, ihr trefft euch dort mit Arasakas Verteidigungstypen, Hajime Taki. Sonst noch was? Übrigens, wenn man die Frau spielt, heißt es dann Hanna. Nein, nicht Henry, sondern Hanna heißt es dann. Das Auto ist ein Delamain? Ist das beste Taxiunternehmen in Night City. Nada mal. Deshaun arbeitet nur mit den Besten. Und Delamain sind die Besten. Wer will schon neugierige Fahrer, wenn man stilecht mit einer sauberen KI von A nach B kommt? Wie der jedes Jahr aufs Neue an Lizenzen rankommt, ist mir ein Rätsel. Wenn alles glatt geht, bringt euch der Delamain wieder her. Und wenn's doch haarig wird, wird's Zeit für Plan B. Der da wäre? Das No-Tell-Motel. Ruhiger Ort, keiner stellt Fragen. Von dort sehen wir weiter.
Aber ich bin sicher, das wird nicht nötig sein. Sonst noch was? Okay, ich weiß Bescheid. Perfekt. Ich habe eine Frage. Wann erfahren wir, warum wir alle hier sind? Jetzt zum Beispiel. Neue Leute kriegen bei mir 30%. Aber in eurem Fall kann ich eine Ausnahme machen. Ich gebe euch saftige 40 als Bonus für deine Ehrlichkeit, Vieh. Klingt schon besser, Dex. Gatsching, Baby! Eine Sache noch. Im Konpeki sind keine Waffen erlaubt. Ist wie am Flughafen. Also, lasst ihr zwei eure Bleispritzen schön im Auto und bringt den Flathead im Koffer rein. Hier sind ein paar Anzüge, damit ihr nach was aussieht. Chido! Danke, T. Ich will ja nicht ungemütlich werden, aber... Wann sehen wir unsere Eddies? Das hängt davon ab, wie Miss Parker ihre Rolle spielt. Schätze so in 1-2 Wochen. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Eier schaukeln? Ihr wartet und haltet die Köpfe unten, denn Arasaka sieht zu. Also, wie dieser Grieche sagte, das Leben ist ein Bankett. Verlassen wir es weder durstig noch betrunken. Draußen wartet euer Streitwagen. Ich bin dann auch weg. Muss das Verlinken vorbereiten, damit wir uns auch hören. Sonst noch was? Letzte Chance. Du und Dex, kennt ihr euch schon lange? Wieso? Naja, die Leute erzählen viel Blödsinn. Alles, was wir hören, ist eine Meinung, kein Fakt. Marc Aurel, glaube ich. Wow, Dex und du am Philosophieren? Kein Wunder, dass ihr klarkommt. Der Plan. Was hältst du davon? Bringt hoffentlich genug ein, um bald auf Kreta in der Villa zu wohnen. Ganz ohne Cyberspace. Schickst du mir eine Ansichtskarte? Nimm's nicht persönlich. Aber ich werde alle Kontakte abbrechen. Sauberer Schnitt. Nein, alles klar soweit. Dann mal an die Arbeit. Okay. Können wir dann gehen? Lass uns los. Warten bringt nichts. Ja, lieber reich werden. Willkommen an Bord dieses Delamain-Dienstes. Mit Delamain vergessen Sie all Ihre Sorgen. Scheiße, darauf kannst du einen lassen, Viejo. Vokabular wie dieses halte ich derzeit für unangemessen. Ach ja? Darf ich dich dann mal an den Junggesellenabschied meines Cousins erinnern? Solche Dienste bieten wir derzeit leider nicht an. 3 Monate hatte ich dafür gespart. Ach, egal. Ist Schnee von gestern. Fahr los, Del. Vor Fahrtantritt muss ich die Identitäten aller Fahrgäste verifizieren. Bitte verbinden Sie sich mit Ihrem Direct-Link. Excelsior-Paket aktiviert. Excelsior? Das wird ja immer besser. Excelsior? Excelsior ist ein für Premium-Kunden maßgeschneidertes Paket. Top-Qualität ist eben nicht gratis. Pass auf. Delamain, Gefechtsmodus einleiten. Verzeihung, aber Sie befinden sich derzeit nicht in akuter Gefahr. Mhm. Okay. Glaub mir, der mäht eine ganze Armee Saka-Ninjas nieder, wenn es sein muss. Ist dieser Gefechtsmodus legal? Natürlich. Er fällt unter Artikel 2 der Verfassung. An Bord sind Sie berechtigt, meine außergewöhnlichen Fähigkeiten zu verwenden. Was beinhaltet Excelsior noch? Umfassende Gesundheitsfürsorge, inklusive eines etwaigen Leichentransports, falls der Tod im Fahrzeug eintritt. Wow, was für ein Downer. Dex knausert nicht, hm? Und dank dir kriegen wir obendrauf noch saftige 40%. Gern geschehen. Mann, Excelsior. Genauso fährt man direkt in die Oberliga. Ist das wirklich dein Nonplusultra? Hä? Kriegt Dex dich wirklich so leicht? Mit Anzug und Limo?
Ich weiß nicht, Jack. Scheint mir, als verlierst du deine Bodenhaftung. Scheint mir, als hättest du irgendein Problem. Egal. Vergiss einfach, was ich gesagt habe. Vergeben und vergessen. Wir nähern uns unserem Ziel. Das ist der wichtigste Tag meines Scheißlebens. Hey, wie läuft's? Wir werden sehen, wie es läuft. Hey, wir sind gleich beim Hotel. Hört zu, ich leite euch über eine verschlüsselte Direktleitung durchs Konpeki. Weh, ruf mal Jackie an. Erzünktest. Sicher ist sicher. Und? Nur Rauschen. Sag mal was, Bug. Die größten Verbrechen werden durch Übermaß und Ausschweifung, nicht Mangel und Not begangen. Bitte was? Aristoteles, du verstehst mich also? Ja, dich schon. Deinen griechischen Kumpel eher nicht. Klang aber echt erhaben. Du könntest ja mal versuchen, es zu verstehen. Was ist mit dir, wie? Ich will mehr von Aristoteles. Leckt mich, alle beide. Okay, Tech ist soweit, wie es aussieht. Será mejor que sí. Wir hören uns. Danke, dass Sie sich für Delamain entschieden haben. Und viel Glück. Ich warte hier auf Ihre Rückkehr. Por fin, endlich geht's los. Oh, fast vergessen. Kein Eisen, oder? Okay, Harry. Gehen wir. Warte. Ich hol den Flathead. Wir sind da, Buck. Die Reservierung ist auf deinen Namen. Ramon, du willst Haji Meitan? Willkommen im Konfekki Plaza. Militärtech-Abteilung. Papiere sind für den Flathead. Keine Sorge, ich krieg das hin. Willkommen im Konfekki Plaza. Bitte treten Sie nacheinander durch. Alles klar, Ho, Sir. Moment, ich hab hier was. Würden Sie mir erklären, warum Sie militärische Ausrüstung ins Konpeki Plaza bringen? Wir sind Waffenhändler. Wie bitte? Ah, Sie sind hier, um Taki-san zu treffen, richtig? Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Das dauert nur einen Moment, Sir. Und warum kriegt er eine Sonnenbrille? Bitte sehr. Yokoso. Herzlich willkommen im Konpeki Plaza. Wir möchten einchecken. Natürlich. Einen Moment, bitte. Auf welchen Namen haben Sie reserviert? Victorino. Doppelzimmer, zwei Erwachsene, eine Nacht, korrekt? So ist es. Perfekt. Ich werde Taki-san über Ihr Eintreffen informieren. Shit, das war nicht Teil des Plans. Red mit ihr, wie? Sag irgendwas. Das wird nicht nötig sein. Wir machen uns frisch und informieren ihn selbst. Aber Taki-san erwartet Sie doch, oder? Señorita, wissen Sie, wie lange wir schon unterwegs sind? 18 Stunden aus Neu-Barcelona. Mit Verspätung am Metaki, weil irgendein Cyberpsycho sich im Terminal in die Luft gejagt hat. Ach, ein Albtraum. Natürlich, ich verstehe. Sie haben die Lapis-Lazuli-Suite auf Ebene 42. Oh, eine Formalität noch. Bitte validieren Sie Ihren Zugangschip. Nach dir, Harry. Alles in Ordnung, danke. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Okay, gehen wir. Ich habe mal eben die Kamera übernommen. Ich weiß nämlich nicht, ob das nachher noch hält. Im Ernst? Wir machen es einfach mal. Improvisation. Versuch's auch mal. Was meinst du? Harry. Hm?
ziemlich nett hier, oder? Nicht wie dieses Messehotel in Zürich. Lass gut sein, Jack, das reicht. Was denn? Ich nehme das halt ernst. Wie hast du das teuerste Model der Welt rumgekriegt? Nicht rumgekriegt. Ich hab sie entführt. Nach der Buenos Six Show. Echter Romantiker. Und sie kam mir an. Ich denke, ich kann sie mit den überzeugen. Und falls nicht, schicke ich sie heute Abend mit dem Flugzeug zurück. Ich weiß nicht. Das war ziemlich krass. Das sind Profipuppen. Die erinnern sich an nichts. Ja, und? Die Bar sieht nett aus. Willkommen im Konpeki Plaza. Unter der Woche sind Reservierungen nicht möglich. Suchen Sie sich also gern einen Tisch aus. Oder setzen Sie sich an die Bar, wenn Sie mögen. Wenn alles vorbei ist, komme ich irgendwann mal mit Misty her. Wir könnten einen Blick wagen. Scheiße. Mit dem Koffer sehe ich aus wie ein Scheißvertreter. Ich gehe hoch. Ja, wir gehen mal hinterher. Also so viel gibt's da nichts zu sehen. Es sind hier so ein paar Leute, die hier rumsitzen. Oh, jetzt gehe ich doch. Es sind ein paar Leute, die hier rumsitzen und das war's im Endeffekt. Rollen, dann meine ich das genauso. Ich würde sagen, sie haben genug für heute. Die anderen Gäste werden unruhig. Gut, wenn das betrifft alle hier. Alle werden eins reinkriegen. Der Barkeeper hat recht. Du hast genug für heute. Kann sein. Aber was soll man auch machen? Hey, geh jetzt schlafen. Ich geh jetzt schlafen. Ich geh auch geschlafen. Abend. Was darf sein, Kleiner? Bist du immer so direkt? Habe ich mit der Muttermilch aufgesogen. 50% Protein, die andere Hälfte bestes Chew-Too. Was? Sie hatte sozusagen Wind und Staub in den Haaren. Gehörte zu den Aldecaldos, bevor die Bomben fielen. Ihre letzten Worte? Wo du auch bist, was du auch tust, bleib dir treu, David. Also kam ich her und bin immer noch ich selbst. Coole Story, Kumpel. War leider ausgedacht. Jeder denkt sich Sachen aus. So wie du, Kleiner. Was darf sein? Vielleicht wenigstens ein Wasser? Nichts, danke. Komm jederzeit wieder. Okay, mit dem Konzern ist das eine ganz andere Geschichte. Das soll auch irgendjemand sein. Ich weiß aber nicht genau, wer. Das kann ich euch nicht sagen. Also es gibt wohl ein paar Sachen hier, ein paar Leute, die sind oder so, aber ich kann die nicht so, weil ich die Leute einfach nicht kenne. Ich verfolge sowas nicht. Habe ich denn hier noch eine Kamera? Ich glaube nicht, ne? Nein. Weil mit dem Konzerner sagt er nämlich wieder komplett was anderes. Mit Street Kid habe ich gar nicht probiert. Müsste ich mal schauen, ob er dann auch irgendwas sagt. Aber die Geschichte war nicht schlecht. Die war super. Die kannte ich jetzt auch noch nicht. Obwohl ich es jetzt schon zigmal gespielt habe. Aber es ist ja meistens immer so, man nennt immer wieder was Neues. Ja, man sieht neue Sachen, die man vorher nämlich nicht gesehen hat. Ach, die kann ich nicht umpolen. Das ist keine Bedrohung. Warum ist das keine Bedrohung? Ach, die ist ausgeschaltet. Die beiden müsst ihr euch übrigens mal merken. Ja, nur so als Hinweis, müsst ihr euch mal merken. Mehr werde ich dazu nicht verraten. Man kann hier sich hier noch so ein bisschen umschauen. Was hast denn du da so schön? Soll ich mal gucken? Hallo? Ja, sagst du jetzt hallo. Jetzt haben wir hier noch Stressball. Stressball, ich habe auch hier einen Stressball liegen. Ansonsten habe ich hier keine Kamera. Aber die Musik ist ganz nett. Draußen ist da so nichts. Oh, sie gehen gerade raus. Ganz ehrlich, wie kann man mit solchen Schuhen laufen? Ich meine, ich dachte sowas nicht. Aber wie kann man damit bitte laufen? Kann mir das mal erklären. Ich kann damit nicht laufen. Kommt da noch was?
Okay, da kommt nichts mehr. Gehen wir mal zurück nach Jackie rüber. Dann lass mich mal kurz nach umschauen. Konnte ich eigentlich auch hier irgendwo rein? Nein. Jackie, ich bin gleich bei dir. Lass mich mal eben hier kurz hin. Ich glaube, dass wir jetzt Alkohol, den wir getrunken haben, ne? Dann läuft ja eigentlich Musik. Ein Zivilist. Kann man nicht betreten, okay. Was habe ich hier? Schon mal irgendwo irgendein Text. Also ich finde die Idee natürlich mit den Splittern nicht schlecht. Hätte man aber auch synchronisieren können. Sachen kann ich jetzt natürlich nicht ausrüsten, weil wir haben unseren... Mal kurz gucken. Inventar. Ja, und was war das denn jetzt hier? Charakter. Ja, so sehen wir jetzt gerade aus. Also wir haben hier richtig schön Anzug an. Quasi sowas wie Jackie, nur dass der bei uns ein bisschen strabber sitzt. Und wenn wir einen weiblichen Charakter spielen, ist es so, dass wir hier andere Schuhe haben. Wir haben so, wie nennt sich das? Stöckelschuhe, glaube ich. Was haben wir denn hier? Einmal Kleidungsgeschäft und eine größere Auswahl. Käufer bietet neue Waffenmods und Aufsätze an. Also 50 ist Maximum übrigens. Neue Waffen im Angebot, Reprodukte verkaufen, neue Cyberware. Okay. Das ist, glaube ich, auch neu. Oder ich habe da nicht so häufig reingeguckt. Meistens habe ich einfach irgendwas gemacht, den ganzen Texte geskippt. Wenn man es ein paar Mal schon gehört hat, ist das eigentlich uninteressant. Wir sind im Zimmer. Ziemlich schick. Schade, dass wir nicht übernachten. Gute Wahl, Bart. Schick war nicht der Grund. Von dort ist es nur am nächsten zum Dweller und den Server. Si, si, me acuerdo. Mach den Flathead an und such den Schachtzug ab. Klingt einfach. Einfach ist oft am schwersten zu meistern. Aurelius? Aristoteles? Wer ist es diesmal? 100% T-Bug. Wo ist der Schacht? Boote den Scanner. Sieh dich um. Lass mich mal kurz gucken da. Gut. Jackie, wie sieht der Flathead aus? Alles klar. Kann man auch richtig schönes Thumbnail rausmachen übrigens. Systeme laufen. Ladung bei 100%. Also wir werden die Mission übrigens noch komplett fertig machen. Geht noch eine ganze Weile. Vom Anstarren wird nichts besser. Ihr müsst auf manuellen Betrieb wechseln. Wie? Nimm Jackies Kontrollsplitter. Ich verlinke deine Kiroshis mit den Kameras. Dann kannst du den Bot lenken. Deckt die Überwachung das ganze Hotel ab? Auch die Schlafzimmer in den Suiten. Und die Gäste? Du wärst überrascht, was die Leute aufgeben, um sich sicher zu fühlen. Zum Glück ist Yorinobu eine Ausnahme. Penthouse ist No-Go. Null Hotel Security. Warum muss ich mich verlinken? Weil ich im Gegensatz zu dir kein geiles Chrom von Vic hab. Meins ist letzte Generation. Mach schon, Karnal, wir haben keine Zeit. Hier. Na dann. Verbinde mit Kamerafee. Könnte dein Hirn etwas verwirren, aber das vergeht. Okay, hab klare Sicht. Man darf die Leute nicht aus den Wohnungen. Auf zum nächsten Schacht. Arasaka übernimmt die Kosten für alle etwaigen Strafen. Es geht doch nicht ums Geld. Es sind Wahlen. Wie stehe ich denn jetzt bitte da? Man wird sagen, ich habe die Kontrolle verloren über Watson. Meinen Bezirk. Eine Woche. Mehr können wir nicht versprechen. Wir versuchen es. Mehr kann ich nicht versprechen. Haltet euch die beiden mal. Also Schild über die Brille. Ich glaube, die waren auch irgendwas nachher noch wichtig. Also man hört auf jeden Fall nochmal von den Leuten mal nicht. Ich darf nicht zu viel spoilern.
Geh dann nicht da rein, doch. Vielleicht hat es drin. Oder ein bisschen länger. Hältst du dich zur nächsten Kamera? Wieso bist du so sicher, dass es für dich war? Weil drauf stand, an das nette Hausmädchen, das ihn findet. Und drin, das Chaos tut mir leid. Überall war Blut, aber das Trinkgeld war ordentlich. Wieso krieg ich immer nur Kotze und benutzte Kondome? Wo bleibt da bitte die Gerechtigkeit? Bug? Problem. Wer? Was denn? Du weißt schon. Zimmerservice ist im Weg. Ich lenk sie ab. Reich, frecher Blick. Was haben wir denn im Sackpad? Okay, schon dabei. Yorinobu Arasaka? Männer wie der sind immer. Das Terrarium hat eine Steuertafel. Er mag in teuren Anzügen stecken, aber sein Schwanz steckt immer woanders. Das Terrarium hat einen Temperaturregler. Sehr gut, ja. Verlink den Flathead damit. Nimm dir lieber das Glas vor. Du machst überall Schlieren. Ja, mach das jetzt oder mach das jetzt nicht. Ist hinter der Tür. Flathead kann sie öffnen. Sieht aus, als hätte er Probleme. Shit. Es muss noch einen Weg geben. Moment. Auf der anderen Seite ist noch eine Kamera, aber die ist aus. Soll ich sie anschalten? Ja. Sieh dich nach einem CCTV-Port um. Hab den Port. Okay, verlinkt den Flathead. Okay, bin dabei. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Dweller ist drin. Wie geplant. Komisch, dass das Hotel nur einen Runner hat. Lieber ein guter Dweller als 10 gewöhnliche. Flathead sollte ihn neutralisieren können. Guter Gedanke. Ich lege einen Demonoid auf die Verbindung. Du weißt, du musst den Flathead direkt mit seinem Stuhl verlinken, oder? Ich mach sowas nicht zum ersten Mal. Okay, geschickt. Der gehört dir. Zuerst muss der Flathead aber da rein. Ich glaube, der Schacht verläuft zwischen den beiden Zimmern. Finden wir's raus. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Hab vielleicht einen Weg rein. Schick den Flathead darüber, dann wechsel zur zweiten Kamera. Flathead mit dem Stuhl verlinken, wie? Ha! Hab ihn! Ich liebe Demons. Der Flathead bleibt, oder? Er behält den Dweller im Auge. Ich gehe in Compeckys Hauptnetz rein. Du, lock dich aus. Así es como se hace. Wie geht's dir? Gut. Bisschen schwindelig. Sonst nichts. Buck, sind wir noch im Zeitplan? Bist du da, Buck? Ja, bin hier. Okay, hör zu. Das Eis ist dicker als gedacht. Da durchzukommen dauert Stunden. Stunden? Geht das nicht schneller? Willst du, dass mein Kopf explodiert?
Setz dich halt hin und genieß deine schicke Suite. Danke, werde ich. Wie? Du solltest dich auch ausruhen, okay? Was meinst du? Warum hat er alles aufgegeben? Wer hat was aufgegeben? Yorinobu Arasaka. Sein fettes Leben. Schnee von gestern, ich weiß. Dachte nur gerade dran. Stell dir vor, du hast alles, okay? Eddies, Ausbildung. Dein Papi muss nur mit den Fingern schnippen und die Welt wird zur nuklearen Einöde. Und was machst du? Sagst Scheiß drauf und machst was? Gründest eine scheiß Gang. Stahldrachen oder so. Du verlässt deine Familie, ziehst dir Real Skin über und machst einen auf Ganganführer. Wozu? Vielleicht wollte er aus dem System raus. Warum ist er dann wieder da? Schwer, das System zu verlassen, wenn's deine eigene Familie ist. Schwarzes Schaf bleibt ein Schaf, hä? So kann man's auch sagen. Kam auf allen Vieren zurückgekrochen. Erbärmlicher Pseudo-Rebell. Scheiß Tourist. Tourist oder nicht, er ist gerade in der Lobby. Und wir sind im Geschäft. Penthouse Security ist deaktiviert. Perfekto. Und jetzt Vorhang auf. Hey, Buck. Warst du die ganze Zeit dabei? 3,5 Stunden. Also das mit dem Stock im Arsch. Du meinst in meinem? Ja, ist mir rausgerutscht. Ich weiß. Jetzt kannst du es wieder gut machen. Das läuft doch echt gut, oder? Oder? Wow, bist du immer so ein Optimist? Hey, jetzt verjag endlich die finstere Wolke über deinem... Ich sag's dir, ab hier wird's ein Kinderspiel. Sagt er. Schweigen. Wollt ihr vielleicht einen Witz hören? Jetzt? Im Ernst? Passt auf. Was haben eine Nomadin und eine Seku gemeinsam? Sand in der Muschi. Alter. Ich dachte auch über viele Witze, ne? Aber den fand ich nicht komisch. Lebt sich gut als Erbe des Arasaka-Imperiums. Jedenfalls besser als der Sohn von Raoul Wells. Konzentration, der Chef! Na los, schnell! Wieso? Warum die Eile? Yorinobus Signal ist weg. Ist er unter die Magier gegangen? Er wird in dem Funkloch stecken. Hab ihn gleich wieder. Macht jetzt euren scheiß Job! Yorinobu hat uns ein Abschiedsgeschenk hinterlassen. Nicht toll, aber wird schon reichen. Oh. Hey, guck mal wie. Noch ein Leguan. Scheiße, du hast recht. Ob das derselbe ist? Nein, auf keinen. Unsere hatte mehr Doppelkinn, mehr Falten. Ja, man kann sogar, man hat ja gerade gesehen, das Ei holen und dann... Oh, ich kann es hier benutzen. Lass mich mal schauen. Besuch im Himmel. Ich jetzt sogar nicht. Dafür ist keine Zeit. Die Klappe, lass mich hier gucken. Los, Yorinobu könnte jeden Moment zurück sein. Nein, er kommt so schnell nicht. Jetzt? Verlink dich und mach uns reich. Schon dabei. Jetzt du, Buck. Ein Moment.
Gesellschaft. Park? Ich weiß nicht wer. Personal rennt wie aufgescheucht durch die Gegend. Alle 200. Das gefällt mir gar nicht. Wie lange noch die... Shit, Yorinobu kommt zum Penthouse. Scheiß auf ihn! Öffne den Safe! Hab's gleich. Fertig. Super. Überlass denn mir, okay? Reddick intakt? Biochip-Integrität. 100%. Schätze, das heißt ja. Gut, gehen wir. Fuck, zu spät. Yorinobu kommt gleich rein. In Deckung. Was? Wo? Versucht's mit der Säule. Was? Spinnst du? Nein, rein da, jetzt. Sind drin. Nur löst es das Problem nicht, T. Glaub mir, das weiß ich auch, Mann. Warte eine Sekunde, okay? Ich weiß es nicht. Ist das Adam Smasher? Bodyguard? Schlimmer. Night City-Legende. Eiskalter Bastard. Was machen wir jetzt? Wir warten. Sind Sie bereits hier? Sie nähern sich vom Landeplatz. Wovon reden die? Fuck, wer kommt da? Oh nein, nie im Leben. Das kann nicht sein. Saburo Arasaka? Der Kaiser. Noch eine Scheißlegende. Psst. Das Ding ist nicht schalldicht. Oh, fuck. Azushite ure. Arasaka-sama. Mada body check no owatte imasen. Watashi no musuko da. Sonjite orimasu. Omochi shimashou ka, rei no? Watashi ga yaru. Itte kure. Knapp. Zu knapp. Wenn der uns entdeckt hätte. Hat er aber nicht. Kayate. Ich glaub's nicht. Saburo Arasaka. Watashi ga kizukanai to demo omotta no ka? そもそも俺のことを気にしたことなんかないだろう。あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心に回ってると思ってる。傲慢だよ。よりのぶ。どうしてここへ？直々に屈辱を味わわせ、立場を思い知らせるためか。出る杭は打たれると、よく言うだろう。 自分の言葉じゃ何も言えないのか。貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。俺たちの未来？俺たち？なんかの間違いだろう。あんたは自分のことしか考えていない。 そしてこの会社のことしか。いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。 この裏切りだけは決して許せん。貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。ファック！これでもう俺のことを許す必要はない。 Thank you.
so gut wie tot. Ich will, dass das Hotel abgeriegelt wird. Was ist der Anlass? Saburo Arasaka wurde ermordet. Code Red ausgelöst. Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals.誰かが土のコーンを持った僕を。そうだ。何の話です。竹村、お前の仕事は何だ。何の話です。単純な質問だ。答えろ。荒坂家の課長を守ることです。今後はもっとしっかり責務を果たすよう望んでいるぞ。申し訳ありません、荒坂様。必ずご期待に沿いますゆえ。 Nicht gerade der Einzige, der sich fragt, wie diese Brille hält bei den beiden. Also sowohl bei dem Kurzen, aber auch bei dem Vater. Geht das denn? Also ich weiß, dass man da raus kann, oder haben sie das wieder geändert? Level up. Yeah, Level 13. So viel dazu, das Ding zu fliegen. Was hatte ich auch erwartet? Unautorisierter Zugriffsversuch. Bitte bleiben Sie, wo Sie sind, bis das Sicherheitspersonal eintritt. Ich will das Schwert mitnehmen. Wir müssen hier raus. Sofort. Nette Waffe. Achso, die habe ich noch ausgerüstet. So, wir haben noch ein Level abbekommen. Was machen wir denn mal? Machen wir nochmal Coolness. Entdeckungsrisiko. Können wir direkt beides reinmachen. Ansonsten habe ich noch irgendwas hier, was uns interessieren könnte. Den Mist können wir noch scannen. Alles andere muss ich da mal später reingucken. Jetzt gehen wir aber erstmal hier wieder weg. Ist er wirklich tot? Nicht, dass er wieder aufsteht als Zombie oder so. Nein, passiert natürlich nicht. Das wäre es auch gewesen, wenn sie das eingebaut hätten. Du schaffst das, Jackie. Nicht runtersehen. Okay. Oh, das ist verdammt hoch. Scheiße! Ist das Trauma? Wenn es wegen Saburo ist, sind sie etwas spät. Die haben uns nicht gesehen. Sind die die Blutbrüder oder die Schafkacken?
Scheiße! Ja, das war knapp. Der Relic. Madres. Oh, das ist nicht gut. Jackie, du blutest. Das hat Zeit. Sieh nach dem Relic. Druckabfall im Behälter. Biochip-Integrität bei 94%. Und sinkt weiter. Carajo. Parker, ruf sie an. Und ihr sagen, der Koffer ist hin? Tu's einfach. Wie? Con Packy ist überall in den Nachrichten. Was zur Hölle ist da los? Probleme. Der Kryokoffer ist beschädigt. Biochip-Integrität bei... Jackie? 86%. 86% und sinkt. Scheiße. Okay, hör mir zu. Ihr könnt nur eins tun. Einer von euch muss den Relic in seinen Neuralport stecken. Das klingt nicht gerade sicher. Je länger ihr wartet, desto größer das Risiko, dass wir ihn verlieren. Naja, irgendwer muss es tun. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jackie, ¿alles okay? Weiß nicht. Denk schon. Fühl mich nicht anders. Wenn ihr zurück seid, nehmen wir den Relic raus und machen eine Neuralreinigung. Aber zuerst müsst ihr da raus, und zwar sofort. Wir arbeiten dran. Wir sind gleich da. Halt dich bereit. Klar? Natürlich, Mr. Wells. Das hoffe ich doch, Mann. Wir müssen irgendwie die Lobby erreichen. Der einzige Weg zur Garage. Und wir sollten uns beeilen. Oh. Ahora sí. Gut. Verschwinden. Sauber. Verstanden. Over and out. Hier alles gesichert. Wenn das nur Übung war, wozu das Sarkason? Schön leise kalt machen. Sonderkommando? Sind in der Lobby. Durchsuchen das ganze Gebäude. Einheit 3 hat den Überlass und einen flattered Kampfbot gefunden. Einer du. Drohnen haben auf der Penthouse-Ebene das Feuer auf Bedrohungen erhöht. Warte! Yorinobu Arasaka wurde aus dem Gebäude gebracht. Wiederhole. Yorinobu Arasaka wurde evakuiert. Was zum Teufel geht? Gar nicht gut. Was haben wir denn hier? Fang, Watto! Vorsicht! Ein Schalldämpfer. Genau das ist halt das, was wir auch haben wollen. Vielleicht krieg ich es sogar hin, das so zu machen, wie ich es mir vorstelle. Ach ja, warte mal. Das war die kurze, der wir geholfen haben. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Wurden die Sendräume gecheckt? Ja, alles sauber. Nichts Seltsames, Ungewöhnliches? Naja, die Terrassentüren sahen beschädigt aus. Dann sieh noch mal nach. Ob ich an den dran komme und den dann da wegkriege, ohne dass ich da... Ich könnte den erschießen. Ich weiß allerdings nicht, ob die Scheibe irgendwo kaputt geht, ob das dann einen Alarm gibt. Immer schön die Leichen verschwinden lassen.
sagte er, während er die Leiche einfach mit in den Weg schmeißt. So, nochmal ein bisschen helfen, sicherheitshalber. Könnte den wegpflücken, aber das Problem ist, dann bitte andere mich sofort sehen. Aber so sieht die Sache, der wird mich sofort sehen. Bisschen doof. Normalerweise müsste ein Aufzug kommen und die beiden müssten verschwinden. Tür oder so kann man nicht aufmachen, ne? Ne. Ne, kommt doch keiner. Wir müssen uns durchschlagen! Die können dich sehen. Nicht so schnell gesehen, trotz dieser hohen Stufe, die wir haben. Sonst strange. Ich weiß, das ist eigentlich nur die Sonstverschwendung, aber ich habe gerade keine Nahkampfwaffe dabei. Ich gar nicht wegholen. Als ob der mich jetzt gesehen hätte. Also ich kann ihn nicht mal durch und er sieht mich angeblich. Wollt ihr mich verarschen? Okay, wo geht der eine jetzt hin? Deswegen mag ich es halt einfach mit schlagkräftigen Waffen zu spielen. Und sich durchzuschleichen, weil dich durchzuprügeln, das ist kein Problem, das kann jeder. Aber sich da durchzuschleichen, das ist halt das Schwierige an der Sache und das mag ich halt so gerne. Kommt das jetzt mit dem Auftrag, ne? Die können sich auch übrigens immer aus dem Griff befreien, wenn das zu lange dauert. Das ist der Feind in Alarmbereitschaft. Ich verpetze den. Was haben wir denn? 55? Ja, es ist natürlich doof, wenn du direkt die 55 da hast, wo du sie nicht nehmen kannst.
Sicherheitsdienst! Sofort öffnen! Shit! Wie hat die mich denn jetzt gesehen? Nehmt ihn in die Zange! Wie hat die mich denn jetzt gesehen hier? Voll direkt in, ne? Ich hab die doch voll ausgeschaltet. Oh, wollte ich mal schleichen. Da können wir direkt die Action machen. Da kann ich auch direkt die eine Waffe ausrüsten. Ich habe keine Ahnung, wie mich das Ding jetzt gesehen hat. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Wie mich das Ding jetzt gesehen hat. Und gerade das Ding. Die habe ich ausgeschaltet vorhin. Schade, jetzt wollte ich eigentlich Stealth machen, da habe ich schon so viele Punkte drin und es geht trotzdem einfach nicht. Das ist deine Schuld hier. Drecksack. Was ist denn? Saburo Arasaka. 150 Jahre. Und heute. Ausgerechnet heute. Ist ne. Scheiß Komödie, oder? Spar deine Kräfte, Jackie. Wonach sieht das denn aus? Chill, wir überleben das. Erzähl das, Buck. Vielleicht wäre sie noch am Leben, wären wir nicht so übereifrig gewesen. Lass das nicht an mir aus. Kannst du nicht ändern. Ich hab drauf gewartet, dass der noch kommt. Irgendwo sollte hier auch mal zwischendurch ein Safe oder sowas gewesen sein. Da konnte man nämlich Sachen looten, aber das geht, glaube ich, auch nur, wenn du wirklich es schaffst, perfekt zu schleichen. Ansonsten wird das nämlich nichts.
Aber ich hab den nicht aufgekriegt. Kann auch sein, dass das ein Bug war oder so. Darf ich jetzt spielen? Feindliche Lufteinheit eliminiert. Gute Arbeit, Dell. Scheiße, Jackie. Wir haben's geschafft. Haben wir wohl. Die medizinischen Sensoren melden, dass Mr. Wells Zustand kritisch ist. Bring uns zu einem Ripper-Doc! Los! Tut mir leid, das ist nicht möglich. Unsere Route wurde vorausgeplant und ist bereits bezahlt. Ein Abweichen ist nicht vorgesehen. Scheiß auf den Plan! Tu, was ich dir sage! Schon gut. Wie? Ich schaff das. Ich schlage vor, dass Sie Mr. Wells wach halten. Ab jetzt kriegen wir nur noch Premium-Jobs. Hörst du, Jack? Du wirst reich, Karnal. Das spüre ich. Nein, Jackie, wir werden reich. Du und ich. Der Biochip. Nimm du ihn für mich. Ist verstorben. Wohin soll ich ihn bringen? Was? Das Excelsior-Paket beinhaltet die kostenlose Entsorgung sämtlicher sterblicher Überreste. Ich brauche nur einen Zielort. Gib mir eine Sekunde, okay? Mr. Wells Überreste. Wohin soll ich sie bringen? Er würde zu seiner Familie wollen. Mr. Wells nächste Blutsverwandte ist Guadalupe Alejandra Wells, Besitzerin der Bar El Coyote Cojo. Ich werde mich darum kümmern, ihn dorthin zu bringen. Mr. DeShawn erwartet sie in Zimmer 204. Wir sehen uns in der Oberliga, Jack.
nicht rein. Er wartet. WNS, N54, selbst die Piratensender. Deine Fresse ist überall. Und Jaxter? Ist er im Auto? Scheiße, was glaubst du wohl? Pass lieber auf, was du sagst. Auf dem Rücksitz. Verblutet. Tot. Tut mir leid, das zu hören. Und der Relic? Hab ihn nicht. Mal eine gute Nachricht. Gute Nachricht? Saburo Arasaka, tot. Hast du eine Ahnung, in welcher Scheiße ich deinetwegen stecke? Du hast den Kaiser ermordet! Seine Majestät! Alle, die nur mit einem Finger in der Sache stecken, sind so gut wie tot! Du hast uns doch in die Scheiße geritten. Was war das für eine Vorbereitung? Du wusstest nicht, dass Saburo Arasaka auftaucht? Ich bin nicht sein Scheißassistent! Außerdem hat dir keiner gesagt, du sollst den Mann umbringen! Das waren wir nicht! Ach ja? Erzähl das den Saka-Ninjas, die dir am Arsch kleben! Okay, ganz ruhig. Wir müssen das taktisch angehen. Neuer Ort, neuer Name. Aber erst dein Gesicht. Alles voller Blut. Das Bad ist dort. Mach dich sauber. Na los. Alles klar. Zu riskant, wie. Weißt du noch, unser erstes Gespräch? Ich bring dich auf. Als wähle ich lieber das ruhige Leben. Ruhmreich draufgehen können andere. Hier an der Stelle machen wir jetzt Feierabend für heute. nicht nur, weil wir eigentlich 1 Uhr haben, sondern weil ich das ganz gerne auf morgen verschiebe, um euch so ein bisschen ja, Zeit zu geben, anderen Folgen zu gucken. Und ich habe ja noch gesagt, wir machen die Mission zu Ende. Die Mission ist zu Ende. Und deswegen ist auch jetzt der Stream zu Ende.